Meine kleine Geschichte. Hier die letzten drei Sätze aus dem ersten Teil. Es war eine Sondersendung. Eine Nachrichtensprecherin redete irgendwas von Randalen und dem Ausbruch einer Infektion. Ich konnte nur kurz hinhören, denn als ich mich gerade hinsetzen wollte, um mich auf den Flimmerkasten zu konzentrieren, hämmerte jemand energisch gegen meine Wohnungstür. Und jetzt geht's weiter mit Teil 2. Anschlag. Mit vorsichtigen Schritten durchquerte ich den Flur und legte meine Hand zögerlich auf die Türklinke. »Wer ist da?«, fragte ich ein wenig nervös. »Ich bin's! Mach schon auf, ich piss mir gleich in die Hose!« schrie mir Gregor von der anderen Seite der Tür entgegen und schlug noch einmal mit beiden Fäusten gleichzeitig gegen das Holz. »Jetzt krieg dich wieder ein!« antwortete ich ihm mit leicht verärgertem Unterton. Gregor wohnte rechts neben mir. Seit ein paar Tagen war sein Klo verstopft, doch da er etwas knapp bei Kasse war, sparte er sich den Klempner und benutzte stattdessen regelmäßig meine Toilette. Ich öffnete die Tür, Gregor stürmte an mir vorbei und verschwand am stillen Örtchen, wo er nach einem laut hörbaren Ratsch seines Reißverschlusses entspannte Stöhnlaute von sich gab. »Das nächste Mal kommst du bitte, bevor es so knapp ist, dass du dir schon fast den Feinripp nass machst. Meine Tür brauche ich nämlich noch ein Weilchen. Hast du endlich einen Termin mit dem Klempner gemacht?« Gregor spülte, wusch sich die Hände und kam ins Wohnzimmer. Ohne auch nur ansatzweise auf meine Frage einzugehen, ließ er sich auf die Couch fallen, starrte auf den Fernseher und fragte, »Was schaust denn da?« »Nachrichten. Hab gerade erst eingeschaltet.« Gregor nahm die Fernbedienung in die Hand und schaltete durch die Sender. »Läuft heute nichts Ordentliches?« Nachdem er das Programm 5-mal gewechselt hatte, gab er die Hoffnung auf, etwas Ordentliches zu finden und hörte einem etwas korpulenten Sprecher zu, neben dessen Kopf das Bild einer weinenden Frau zu sehen war. Nachdem sich die amerikanische Regierung Anfang dieses Jahres neulich hinter die Pharmakonzerne stellte und klar gegen die Freigabe der Patente aussprach, mussten mehrere afrikanische Staaten die Herstellung von Billigpräparaten einstellen. Diese Generika, die nur einen Bruchteil des Preises kosten, waren die letzte Hoffnung auf Heilung für Millionen Afrikaner, die an dem mutierten Gelbfiebervirus erkrankt sind. Experten sehen die heutigen Anschläge als Racheakt afrikanischer Militanter, die mittlerweile auch von der zivilen Bevölkerung große Zustimmung erfahren. Die genauen Auswirkungen des Toxins, das heute gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit in jeweils einem Einkaufszentrum der 50 US-Bundesstaaten freigesetzt wurde, sind noch unbekannt. Die US-Behörden rechnen mit dem Schlimmsten und haben alle 50 Einkaufszentren sowie die umliegenden Gebiete unter Quarantäne gestellt. Währenddessen liefern sich Demonstranten in vielen Großstädten des Landes Straßenschlachten mit der Polizei. Sie sehen die Anschläge als Verzweiflungstat und plädieren für die sofortige Freigabe der Patente, um einen internationalen Konflikt zu vermeiden. Die Weltgemeinschaft zeigt sich betroffen. Gregor schaltete den Fernseher aus. »Hey, spinnst du?« »Ich wollte das sehen«, fuhr ich ihn an. »Mach dir nicht ins Hemd. Morgen kannst du dir die Zusammenfassung mit allen wichtigen Details in der Zeitung durchlesen«, entgegnete er mir gelassen. Ihn schien das Ganze nicht sonderlich zu berühren. »Kann uns doch scheißegal sein, was da drüben abläuft. Wir haben nichts damit zu tun, wir sind nicht betroffen und uns geht das alles nichts an.« »Hast du heute Abend was vor?«, fragte er und blickte mich hoffnungsvoll an. »Ja«, sagte ich und versuchte, meine Gedanken zu sammeln. Eigentlich berührte mich das Ganze auch nicht. Ich empfand zumindest nichts dergleichen. Und doch war ich über Gregors unverblümte Direktheit ein wenig schockiert. Heuchelte ich mir hier gerade Selbstbetroffenheit vor? »Geh heute mit Martin was trinken«, murmelte ich in Gedanken versunken. »Mit der wandelnden Geschlechtskrankheit?« »Gut, bin dabei.« Ich versuchte ihm noch zu erklären, dass Martin sich in letzter Zeit etwas eigenartig benahm und vielleicht nicht begeistert davon wäre, wenn er mitkommen würde, aber Gregor ließ sich nicht abschütteln. Also nahm ich meine Jacke und wir verließen die Wohnung. So, hallo, da bin ich wieder. Ja, das war Teil 2. ein paar werden sich jetzt vermutlich ärgern, weil noch immer nichts passiert ist, aber ja, so ist das halt. Pech gehabt, ne? Kommt noch, kommt noch. Ich habe hier jetzt bemerkt, dass das mit dem Erzählen ist gar nicht so leicht, möchte ich mal vorweg sagen. Da tue ich mir teilweise ein bisschen schwer, weil dieses schöne Sprechen ist nicht so ganz meins eigentlich. Ich bin eher ein schlampiger Sprecher. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe im ersten Teil geschrieben, dass eine Nachrichtensprecherin diesen
Aufsatz hier sagt, der da von der Nachrichtensprecherin jetzt drin war, beziehungsweise jetzt war es ein Nachrichtensprecher, den habe ich nämlich auf dem Sprecher umschreiben müssen irgendwie, weil ich mit der Sprecherin-Stimme, das klang irgendwie entweder extrem dämlich oder einfach nur scheiße. Und deswegen habe ich den in letzter Sekunde noch auf dem Sprecher umgeschrieben, in dem der gute Gregor da ein bisschen rumseppt. Ja, solche Probleme habe ich da. Es ist ganz schrecklich. Ich, wie gesagt, werde das weiterführen. Und es ist noch immer nicht so weit, dass ihr dann was mitentscheiden könntet bis jetzt. Ich möchte hier noch ein bisschen was aufbauen. Ich denke mal, das werden jetzt immer so 3-Minuten-Stückchen werden. Es ist gar nicht so einfach, so viel zu schreiben, dass man da... Ich habe mir nämlich ursprünglich gedacht, ich werde so 15-Minuten-Parts machen, aber puh, so viel zu schreiben, dass man damit 15 Minuten auffüllen kann, das ist gar nicht so einfach. Und ich schreibe, bin einer, der immer gern so kleine Fetzen schreibt und deswegen wird das auch in kleinen Fetzen hochgeladen. Ich habe mir aber gedacht, wenn ich mal so auf 15 Minuten komme, Gesamtzeit, dann werde ich eventuell immer so Zwischengesamtparts machen quasi, wo ich die letzten 15 Minuten ungefähr in einem Part drauflade. Da wird es dann eventuell auch einen Download-Link dazu geben, für eine MP3 oder so. Mal schauen, wie ich das mache. Ja, und... das war's eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen, hören uns dann beim nächsten Mal. Bis denn.